Schönen guten Abend, Leute. Willkommen zurück bei Wasteland Reborn. Ich habe einfach nur mich in mein Bett gepackt und bin plötzlich hier aufgewacht. Scheint sowas wie ein Traum zu sein oder so. Ich darf das nicht aufsammeln. Was ist das hier noch? Boah. Oh nee, sag nicht, ich muss jetzt hier. Aber warum ist mein Haustier mit hier? Darf mein Inventar nicht aufmachen? Was soll denn das sein jetzt? Was habe ich falsch gemacht? Ist das eine Bestrafung für irgendwas? Ich darf hier ohne Schma. Mein Hund ist jetzt auch weg. Ich habe mir ohne Stein geschmissen vom Pennen, ne? Ist das mein Hund wieder da? Dogmeat. Erzähl mal, was hier los ist. Was stand da? War das Peru? Ich glaube, das ist hier. Ich glaube, das ist hier irgendwie fehlerhaft geladen, oder? Als ob hier jemand sein sollte, mit dem man sich vielleicht unterhalten kann? Okay. Ich glaube, ich lade einfach mal neu. Ist so nicht, ja? Vielleicht so ein Spielstand davor? Das Unbekannte. Aber weswegen? Ich bin nämlich ein bisschen rumgelaufen, habe Schrott gesammelt. Und habe das dann natürlich abgeladen und dann gedacht, ja okay, jetzt können wir, jetzt habe ich wieder richtig Zeit, um eine Folge aufzunehmen und habe mich dann, wie gesagt, hingehauen. Wollte ausgeschlafen sein dafür und dann wache ich da auf. Ich traue mir gar nicht schlafen zu gehen. Ich fand auch übrigens lustig, ich habe ja hier jetzt ein paar Betten hingebaut für unsere Siedler und so. Und dann habe ich extra für Mama Tralala ein Bett gemacht für ihren Drogenkonsum. Ja. Und dann sucht sie sich tatsächlich dieses Bett aus. Bist du da jetzt ein bisschen eingeklemmt? Ah, das wird schon, oder? So, ich lege mich mal nochmal hin. Habe ich dir kurz zu lange gepennt, ja? Ich weiß es nicht. Aber da muss ja irgendwas passieren. Ich darf nie wieder schlafen gehen, wie es aussieht. Aber hier sind doch immer andere Sachen in den Schränken. Oh! Okay, na gut, dann war das wohl einfach fehlerhaft. Warte. Das gucken wir ja da. Ein kleiner schwarzer Monolith. Doc. Halt, warten Sie. Wer sind Sie? Alter, mit der Kippe eingepennt, Alter. Habe ich da Platz für?
Wo ist mein Hund? Danke für die Antwort. Alter, hier sitzt jemand. Oder mehrere. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht. Ich kriege mein Inventar auch nicht auf. Oh, das ist dumm. Wenn ich jetzt rennen muss, habe ich ein Problem. Nur weil ich wieder schrottgierig war. Oder muss ich hier denn irgendwas machen? Ich weiß jetzt nicht, ob ich Lust auf sowas habe, ne? Schon gar nicht im überladenen Zustand. Ich würde gerne aufwachen. Der Ort kommt mir irgendwie bekannt vor. Kann ich jetzt mit dir was machen? Mein eigener Hund ist hier fast noch am gruseligsten. Ey, das ist so kacke, dass ich jetzt hier den Müll nicht wegschmeißen kann. Dann hätten sie sich das mit dem Gewicht hier drin klemmen können oder so. Aber an sich, also wird wahrscheinlich ja ein Anfang von einer Aufgabe sein. Es ist ja cool eingeleitet, ne? Und dann. Uiuiui. Ja, aber in der Ordnung mir im Bett versaut. Gib es zurück. Also ich würde gern, wenn ich wüsste was. Ich möchte jetzt hier nicht. Mann, Leute, lass doch den Scheiß. Ich möchte aufwachen. Aber es wäre cool, wenn es denn irgendwie ein Gruselhaus gibt oder so. Es gibt ja auch hier mit der Mod eingeführt. Point Lookout. Das ist eigentlich aus dem dritten Teil. Und da stand auch so eine Spooky Mansion rum und so total durchgekleidete Rednecks, die da rumgerannt sind. Und das war auch sehr neblig und düster. Das wäre cool, wenn sie das nochmal ein bisschen aufgegriffen hätten. Hundekommando, beiß ihn. Los! Da ist nur ein Schatten, ne? Kannst du mal aufhören, so ruhig dabei zu bleiben? Also es ist cool gemacht, keine Frage. Irgendwie ein Flüstern in deinem Kopf. Mama Murphy, ich hab was ganz Schlimmes geträumt. So. Kurz den Junk verstaut. Guck mal, wir können jetzt schon 184 abladen. So, ich muss vielleicht noch. Das wollte ich ausprobieren, weil das ist eine Waffe, für die haben wir echt viel Munition. Und deswegen habe ich die ein bisschen gemoddet und eine komische Farbe verpasst, um die auszuprobieren. Dann habe ich noch ein europäisches Scharfschützengewehr gefunden. Habe ich noch nicht getestet, ist noch übel frisch. Ja, und das war's eigentlich. Ich glaube, die Zeit, das Ding haben wir auch noch nicht getestet hier. Ja. Das ist so der aktuelle Zustand unseres Waffeninventars. Und ansonsten nichts weiter. Das habe ich hier angesammelt. Das könnte man noch zerlegen.
Und den Backpack, den haben wir ja zusammen gesammelt, ne? Das zerkloppe ich jetzt noch schnell. Die Craftmaster zerlegt es in Teile. Jo, genau. Und ich habe unser Defense-Gewehr. Wo ist das jetzt eigentlich hin? War das jetzt nicht auch noch hier? Ja, doch. Da. Also das ist übel stark, ne? Das haut richtig rein. Es macht ja auch Sinn. Wir haben bisher maximal unseren Skill ausgebaut. Das ist schon gut. Wenn uns das zu einfach wird, dann müssen wir halt ein bisschen an der Schwierigkeitsschraube drehen, ganz einfach. So, ein bisschen Munition möchte ich aber noch mitnehmen, bevor wir uns dem Flüstern stellen. Und zwar brauchen wir... Darf ich die noch nicht bauen? Okay, dann gibt es auf jeden Fall noch ein bisschen Schrot. Ah, ist ja krass, ey. Aber ich darf 308er herstellen. Wie viel Schuss gibt es da? Auch 10. Okay. Aber 5,56 geht nicht. Oder sehe ich das einfach nur nicht? Guck mal, das ist gesperrt, weil nächster Skill und so. Flammenwerfer. Übersehe ich das? Aber das fehlt doch hier. Das ist genauso wie 7,62 und so. Fehlt ja auch. Okay. Na gut. Es gibt ja noch einen Perk, der sagt, dann kannst du bessere Munition herstellen. Dann habe ich jetzt echt Pech gehabt. In Ordnung. Aber kriegen wir schon irgendwie hin. Gibt es denn jetzt einen Hinweis zwecks... Guck mal, hier ist ja noch der Bunker. Eigentlich müssen wir das erstmal fertig machen, oder? Was sagt denn unser Lurking Feeling? Follow das Wispern. Ja, wo folgt mich das Wispern hin so? Habe ich da... Kriegt man vielleicht zwischendurch auch immer wieder neues Flüstern? Ne, guck mal hier. Alter, das ist ja outside. Außerhalb des Kartenbereiches. Na gut, das ist vielleicht ist das eine Einleitung von diesem Point Lookout, von dem ich gesprochen habe. Dann machen wir jetzt Fast Traveling. Und machen erstmal das eine weiter. Oh, Cassadore hier, ne? Richtig übles Viehzeug. Ah, nee, wir waren ja das letzte Mal. Oh, was ist das hier, oder? Das Raider? Supermutanten Overlord maximal böse. Alter, was ist denn jetzt hier? Können wir mal das europäische Gewehr austesten? Ich muss mir mal kurz hier nochmal ein paar Schnelltasten legen. Auf 1 hatte ich die Pistole, ne? Das hier auf 2. Das kommt auf 3. Und die Shotgun, die packe ich jetzt mal auf 4. Alright. Das kann ich mir eh nicht merken, aber wir versuchen es. Sieht auf jeden Fall ein bisschen sehr mächtig aus. Aber der war ja nicht alleine, Alter. Wo sind seine Kollegen hin? Da oben. Haben die einen Sklaven bei? Ein Siedler? Die haben hier wen gefangen genommen. Okay. Alter, voll verhämmert. Kann keine Luft mehr anhalten. Oh, scheiße. Das tut sie ja ein bisschen weh. Warte, ich kann nicht feuern, ne? Weil. Ey, komm, wir haben den ersten fast niedergehabt, aber das rasiert ja so mies rein. Wow. Alter, die Pistole hatte ich gar nicht mehr drin, geht gar nicht. Ich hasse, ach so.
Das war nicht gespeichert, richtig? Ja, das ist auch. Ich weiß gar nicht, warum man für so eine Scheiße speichern muss. So, 2, 3, Shotgun, 4. Okay. 2 rausholen. War jetzt zwar nicht so stark gerade. Weil wie viele Aktionspunkte wir beim Luftanhalten verlieren. Das ist schon fast übertrieben. Aber wir können ja mal versuchen, mit einer Mine zu arbeiten. Wir locken den an. Sie sind mir definitiv böse sind. So. Dann packen wir hier eine Bottle Cap Mine hin. Also der Ene hat sie unsichtbar gemacht. Alter, ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Alter, jetzt sind hier meine Stims weggelegt. Ey, sag mal, jetzt rechts aber langsam. Er ist auf jeden Fall in die Mine getreten. Aber schön, dass er. Ich verstehe nicht, warum. Weil der Stim war definitiv O5. Ja? Was soll denn der Quatsch jetzt hier? Das macht mich irre, sowas. Feuer da hin. Ja, Alter, habt ihr gesehen? Ich bin so gut wie tot. Ey, ich glaube, unfairer geht's bald gar nicht. Ich hab dir gerade um die Ecke geguckt, da war kein Arschloch da. Ey, er ist einfach instant im Ziel, permanent. Jetzt ist das schon wieder um. Oh, ich platze hier gleich, Alter. Oh. So eine Scheiße kann ich nicht, ne? Ich muss hier doch jetzt wirklich jedes Mal diese Kacke speichern. Den Hammer fallen lassen. Ohne Hammer kommt er nicht klar. Aber der Siedler ist hier auch scharf, Alter. Tiefenentspannt, der Junge. Ey, das. Ey, sorry. Also. Habe ich vorhin gesagt, das könnte zu einfach werden, Alter? Also, ne. Schwachsinn. Vor allem, dass er jetzt einen Speicherpunkt anlegt, nachdem ich die Mine dahin geschmissen habe. Also. Wie kommt der denn auf so eine Scheiße, Alter? Hab ich nicht nur. Ich kenne Mad Eggs mehr? Weil es Drogen sind, richtig? Scheiße Karma, Alter. Ich will leben. Was für ein Schwachsinn. Ein Tünchen. Er ist immer lästig, wenn man in diese Kämpfe ständig in diese Pipbeuren gaffen muss. Oh, der Siedler, Alter, voll in die Flinte gerannt. Minigun ist übel OP. Den kriegen wir niemals tot, Alter. Ich leg das jetzt nochmal auf 5. Ich drück mir einen. Ich speichere dann. Mein Hund ist ja auch einfach instant tot. Sobald er mich sieht. Dass er die Waffe halten kann, was ein Blödsinn. Habt ihr gesehen, sein einer Arm ist schon weg. Und er hält eine Minigun. Und trifft an die Plioner damit. Das bräuchte ich nicht weitermachen, glaube ich. Hier kann ich nur die Beine hart in der Hand nehmen. Und rennen wie ein Weltmeister. Der hat auch keine Ladepause, ne? Den habe ich gar nicht gesehen. Warte mal. Der Typ heißt nicht Nightkin? Das ist Nacht-Dings-Typ. Oh Doc, mir tut mir leid, Alter.
Muss warten, bis die hier kommen. Achso. Ja, schießt einfach überall durch und ist ja der Allerbeste. Ja, ey, kommt, das ist lächerlich. Dich unsichtbar machen, im Unsichtbaren schießen und... Ich versuche das jetzt nur einmal. Ich halte es für unmöglich, weil das geht ja gar nicht, Alter. Das ist ja jenseits von Asso. Ja, ist auch richtig gut vom Spiel, dass ich hier aus Versehen einen Spielstand hingepackt habe. Achso, das ist jetzt überspeichert. Cool, danke. Danke, Spiel. Aber na klar. Da geht hier der Fotomodus an, wenn ich was laden will. Einmal frei, Freunde. Denn macht euch keinen Stress. Alter, was soll denn die Scheiße? Field of View 46. Kannst du jetzt bitte einfach die Scheiße laden, Mann? Kloppt das, Alter. Also, nee. Das raubt dir schon wieder sämtliche Motivation hier. So ein Blödsinn. Ey, okay. Und dann diesen. Jetzt packt er mir. Ey, könnt ihr schon wieder komplett frei drehen. Er nimmt mir alle Schnelltasten. Ey, wie kann man denn? Was für eine dämliche Scheiße ist das? Das hat doch mit dem Spielstandtisch zu tun. Oh Gott. Anscheinend habe ich ja das, was ich an Munition produziert habe, behalten, oder was? Yeah. Ey, nee. Sorry, Freunde, aber das haut ja hier nicht hin. Geht ja überhaupt nicht. So. Das möchte ich auf 1 haben. Das auf 2. Meine Rifle auf 3. Die Shotgun auf 4. Ja, und meine... Mein ganz normales Medizin-Shit auf 5. So. Ja, mach hier, was du willst. Speichern. Schnellreisen, Alter. Ich hoffe, die sind jetzt nicht da. Ey, komplett OP, Alter. Was denn wieder so kacke ist? Das ist ja eigentlich... Mehr ein Shooter, ja? Dann hast du bei so einen Sachen keine Möglichkeit, um die Ecke zu lehnen oder so. Naja, musst dann immer voll außer Deckung latschen. Und bei so. Er hat ja keine Möglichkeit, mich nicht zu treffen. Geht ja gar nicht. Bei dem, was da rauskommt aus dem Teil. Ich stelle hier neue Viecher, Alter. Hier. Junkies Note. Oh ja. Aber die letztes Mal einfach übersehen. Anschellen. In der Babyrassel ist Blei drin. Ah, das waren noch Zeiten. Jetzt aber weg hier, falls die anderen Affen auftauchen. Jetzt habe ich natürlich den coolen Fehler gemacht, dass ich jetzt 2 Quests offen habe. So, genau, hier waren wir. Und dann waren wir dabei, das Lager mit dem Typen anzugreifen, der eine Powerrüstung hat. So, jetzt aber. Ah, sorry, Leute. Aber dann passt das wenigstens wieder halbwegs. Und wir haben mal richtig Scheiße durchgemacht. Und dafür, dass ich schlecht geträumt habe, kann ich ja nicht. So, mal gucken, was wir dem anhaben können.
Mit unserem neuen Gewehr sollte das doch hier kommen. Kinderspiel werden oder was? Oh, die haben noch nicht mal. Also klar, die wissen, dass ich hier bin. Deine Schergen konnte ich schon mal ausschalten. Scheiße. Aber das hat 10 Schuss, das ist echt cool. So, wir müssen Boomer irgendwie. Alter, das macht gar keinen Schaden, Leute. Oh, er hat meine Dings nicht übernommen. Wasser natürlich nicht. Stört Boomer in seiner Rüstung überhaupt nicht. Oh, ja, doch, jetzt brennt er. Ich muss meinen Crit aufladen. Und dann schießt mir den Schädel. Wäre sinnvoll, eigentlich eine kleine Waffe zu nehmen? Oder? Wer lässt dir da unten noch gefallen irgendwie? Oh, jetzt haben wir fast. Wir haben Boomer fast erlegt. Ja, was? Warum ist denn er nicht umgefallen, bitte? Spieler, Leute, so richtig. Es gibt halt nur mal richtig Gas, Alter. So ein Schwachsinn. Er brennt. Ich schieße ihm in die Fresse. Und dann kriege ich einen Hit, einen Scheißtreffer und fall tot um, oder was? Wollt ihr denn so eine Kacke immer erzählen, Alter? Ja, ist klar. Ich glaube nicht, dass er hier hochkommen kann. Angst, dass ich wieder gewandelt werde. Show your face! Come on! I dare you! There you are, you little bastard! I've done this hundreds of times. You think you'll be different? Er ist krank, Alter. Er ist krank. Ich darf zwischendurch einen Schuss abgeben, wenn er nachlädt. Ey, was sollen denn das bitte für Speicherpunkte hier sein, Alter? Was ist das für ein Schwachsinn? Er kann doch nicht einfach immer speichern, wenn ich so gut wie tot bin. Einfach so random mittendrin.
ist das für ein Scheiß? Wo ist er? So, erstmal eine Nuka-Cola. Einfach weil das Ganze so einen Spaß macht hier. Wo sind denn meine Viecher eigentlich? Können die nicht vielleicht auch mal was machen? Nur so ein bisschen, muss er. Ey, wenn meine Schnelltasten wieder einfach. Den brauche ich nicht. Wo ist der Affe hin? Er ist am Arm jetzt verwundbar, oder? Oh, ey, das ist so. Mann, jetzt ist schon. Oh, das ist so dumm gemacht, Alter. Tiere. Tiere, tut was. Der Arm ist verwundet, komm. Oh. 23 EP? 23? Alter, ich will doch verkohlen hier. Und vor allem habe ich hier vorher noch die anderen Raider erschossen. Und hier gibt es keine Punkte mehr. Boah, ist das eine armselige Folge, ey. Warte mal. Kann ich hier unten durchschlüpfen? Washer. Mehr Washer. Washer. Boah, nee. Wo ist mein Hund? Okay. Also das war ja irre hier. Nochmal ein sowjetisches Scharfschützengewehr hier dabei. Könnte man jetzt natürlich sehr einverleiben, ja. Aber so ein Raider-Schrott zieht mir an, Alter. Ich hab für den Kunden so viel EP gekriegt, wie für die Entdeckung eines Ortes, Alter. Permanent 5 mehr Schaden bei Nacht. Das war hier echt bitter. Heute ist wieder. Guck mal, die haben noch ein Turret. Alter, hätte ich denn. Nicht eine Mini-Nuke. Okay. Die sie wachsen anscheinend. Muss ich erstmal mit anderen Waffen weiterkämpfen, sonst bleiben die starken Sachen. Gute Munition, die müssen wir so wie aufheben. Jetzt geht's weiter in die Richtung. Also wir müssen wenigstens die Folge noch diesen Ort erreichen. Was ist das da für ein Kunde? Raider Waster. Ihr wisst, was das heißt. Gar nicht so. Oh, Alter. Den sollten wir uns auf jeden Fall von der Seite nähern, wenn wir überhaupt das machen, weil. Denn die Geschütztürme nicht so gut auf uns wirken können. Oh, hier ist wieder. Extrem mit Windshaking angesagt. Ah, ist schon Danger. Okay, na dann.
Achso, ich bin einfach tot. Ja, das man auch noch. Also wir sind hier. Also ich glaube, das kann ich hier nicht lange tragen, diesen Lappen als Rüstung, ne? Das funktioniert nicht, auch wenn es Glück bringt. Aber das ist ja ein schlechter Scherz, Alter. Ich glaube, ich wurde von der Fliege getroffen. Die mir zufällig gerade seitlich angeflogen hat. Ey, was war denn da jetzt noch? Der Typ ist instant verreckt. Der Turm war woanders konzentriert. Und ich bin einfach nur umgefallen. Ist so. Schaden, der ist krank. Schmeißen Granaten, schmeißen die echt gut. Dogmeat, pass auf. Die sind echt heftig. Hab ich den Typen getroffen? Das hört sich ganz geil an, aber... Mach zwei Schüsse. Ding ist raus. Wo ist die Lady jetzt hin? Da kommt. Ey, wenn ich jetzt die gleich wieder weggeherrscht werde, ne? Dann wartet heute. Den Turm angreift. Oh. Das war heftig. Wo ist der Typ, in den ich erschossen habe? Ich hab da definitiv hier einen erwischt. Ah, da. Man hat doch von der Medizin, die ich mir reingeschmissen habe, gegen die Supermutanten auch ja nicht gemerkt, ne? Straßenposten, Mann. Wo beziehen die den Strom dafür her? Na gut, müssen wir wohl so hinnehmen, dass hier einfach ein Raider fehlt jetzt.
Warum ist hier nur Korruptzeug unterwegs, hä? Oh, fuck off. Weiter? Ich muss hier mal ein bisschen... Er hat doch ein Gesicht, ne? Oh, wie das Ding hier spucken können. Dein Gesicht? Du musst ein Gesicht haben. Oh shit! Das hat ihn gar nicht gestört. Jetzt werden die Knarre passen. Über 160 Schuss. Der hängt mir am Arsch. Ja, ja, der noch. Soll ich ihn lieben? Oh Gott. Alter! Bleib da, wo du bist, Mann! Na klar. Dafür geben die 132 EP, Mann. Upsi. Ah, so geht das auch. Einen großen Punkt hebe ich mir da auf. Ja, und ich habe einen Perk ausgewählt, dass wir nochmal mehr Fähigkeitspunkte bekommen pro Level. Ist ein bisschen spät, weil das nicht gut erklärt war. Wo ist denn das hin? Na, scheiße, ja. Jedenfalls hat da, hat da eh ein Wert nicht gestimmt, den man hätte erreichen sollen. Und deswegen... Ja. Aber das haut jetzt noch mehr rein, ne? 85. Noch mehr Sprengstoff hier. Und komm, wir sind 16 Händeln. Händeln. So, eigentlich wollte ich auch das Licht anmachen. Ach, guck mal, da sieht man dann links oben, ob man quasi die nächste Stufe erreicht hat dadurch. Jetzt sind wir Sprengstoffexperte. So, was habt ihr hier beschützt, dass ihr hier so einen Affen macht, Alter? Broom. Hallo? Ich muss noch aufpassen, das hat hier einfach vermint. Fisherman's Guide. Ah, okay. Old Boy, das Ding sieht geil aus. Okay. 20er. Aber was, der Schaden ist ja wohl ein Scherz, oder was? Stimmt, die Atomlinge. Klingt zufällig schon wieder überladen? Ja. Ey, ich will mit euch einfach nur diesen Ort erreichen, ne? Und ich glaube, wir haben schon wieder Stress. Ah, deswegen. Riverlurk, Deepstalker. Er kommt raus, Mann. Geht ihr den mal totbeißen?
Wie krass, ey. Oh, das gibt hier Materialien. Scrap Metal. Der nicht alt die Fressen hat. Die Folge wird überlang, Leute. Aber wir sind, guck mal, wir sind echt nah dran. Das muss jetzt vor uns liegen. Guck mal, das ist ein Zeichen, dass da irgendeine Scheiße unten ist. Donny? Was war eine Schreieule? Ich weiß, dass es hier alles für Viecher gibt, ne? Ich sag euch, der kommt gleich oder so ein Wassersprung. Das ist nämlich hier aus dem Dings DLC. Schleichen sich übel gut an. Hier ist doch nichts. Lurker-Weed. Okay. Ach Mensch. Der Arme. Ja, jetzt zeigt das schon im... Das für eine kranke Scheiße hier. Hier ist so gasartig, ne? Todes Brahmin. So, Leute, wir machen hier eine Pause. Wir betreten dieses heftige Loch in der nächsten Folge. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Und ja, habt einen schönen Abend, haut rein.